Der gebürtige Niederrheiner Gisbert Hafs, meine Damen und Herren, ist Autor historischer Romane über Hannibal und Alexander den Großen, von Science-Fiction-Romanen, Übersetzer spanischer, französischer und englischsprachiger Literatur, zum Beispiel von Arthur Conan Doyle und Songtexten von Bob Dylan, Herausgeber der Werke von Jorge Luis Borges und Rudyard Kipling und einiges mehr. Als Krimi-Schriftsteller ist er durch seine Romane um den universal gebildeten, aber faulen Privatdetektiv Balthasar Matzbach bekannt geworden. Womit Hafs uns Radiohörer am meisten erfreut, sind die Hörspiele mit seinem Triumvirat, drei verdienten Honoratioren, die beim wöchentlichen Skat den neuesten Dorfklatsch analysieren. Viermal kamen sie dabei sogar einem Verbrechen auf die Spur. Lauschen wir heute noch einmal der ersten Skatrunde der Hobbykriminalisten, die im Jahr 1984 stattfand. Das Triumvirat von Gisbert Hafs. Regie Heinz-Dieter Köhler. So. Oh. Jetzt geht's mir besser. Herr Wirt, noch drei Biere. Sie haben aber auch geschlungen, mon général. Ja, der Hunger, wissen Sie, der Hunger. Aber was wissen Sie schon, Hochwürden? Ihr Anliegen ist ja die Seele. Interessant, das von Ihnen zu hören, Oberst. Bisher haben Sie doch die Existenz einer Seele immer geleugnet. Na, seit ich pensioniert bin, habe ich mehr Zeit, in mich hineinzuhorchen. Und? Haben Sie da drin irgendwas? Nein. Wollen Sie sich jetzt den ganzen Abend so unterhalten? Ich denke doch, wir sind zum Skatspielen hier. Ja, 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 schon recht, Doktor. Wo sind die Karten? Da. Ach, pfui, Parkmann, Sie haben mit Ihrem Ketchup gekleckert. Da sehen Sie sich doch mal den Pickbuben an. Oh ja. Das sieht ja aus wie Blut. Ich bin zerknirscht, mein Lieber. Walten Sie Ihres Amtes, Herr Doktor, verbinden Sie den Pikbuben. Apropos Blut. Hat einer von Ihnen diesen blödsinnigen Krimi am Sonntag gesehen? Nein. Wieso? Ziemlicher Schwachsinn. Zuerst bringt einer einen anderen aus Mitleid um und dann begeht er Selbstmord aus Begeisterung. Unter dem Himmel und im psychologischen Roman ist kein Ding unmöglich. Ein bisschen wirr, oder? Mord aus Mitleid kann ich ja noch verstehen, aber Selbstmord aus Begeisterung... Ja, natürlich. Aber Mord ist ja offenbar wichtig und weit verbreitet. Sonst wäre das Fernsehen nicht dauernd voll davon. Es treibt deine Leiche im Fernsehkammer. Wie war das jetzt mit Skat? Moment. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Sehen Sie mal, Krimis zufolge bringt dauernd jemand irgendwen um. Mit allen unmöglichen Motiven. Eine knappe und präzise Darstellung der Weltgeschichte. Ja, und da habe ich mich spaßeshalber gefragt, ob ich wohl auch jemanden umbringen könnte. Ob ich ein gutes Motiv hätte, ein Loch ins Universum zu machen. Nette Idee, Herr Oberst. Und, haben Sie jemanden gefunden? Ja. Hoffentlich kein Katholik aus meiner Pfarre. Ich mag mich schon wieder beerdigen. Koff, also nur vergessen Sie mal, dass Sie Arzt sind und Sie, Bergmann, benehmen sich mal einen Moment lang nicht wie ein papistischer Schamane. Ah. Und wozu? Für ein kleines Experiment. Was für ein Experiment, Centurio? Stellen Sie sich vor, Sie wollten oder sollten jemanden umbringen. Möglichst einen, den wir alle kennen oder eine, die wir alle kennen. Ne? Als Diener des Herrn weise ich das natürlich empört zurück. Als Privatperson habe ich einen Kandidaten. Ich auch. Ungern, wie ich zugeben will. Ausgezeichnet. Meine Herren, bleiben wir diskret, nennen wir keine Namen, jedenfalls nicht laut. Na? Wer ist es und warum? Fangen Sie doch an. Na, wenn Sie meinen. Also, mein Kandidat ist der Apotheker. Hermann Wilsing.
Ich muss schon sagen, so ein Zufall, den habe ich auch. Offenbar haben wir alle drei den gleichen potenziellen Leichnam im Sinn. Sehr seltsam. Sehr befriedigendes Experiment. Wieso eigentlich Experiment? Schauen Sie, es ist ganz einfach, ganz einfach. Im Fernsehen werden die irrsinnigsten Motive ausgetüftelt. Ja. Und hier sitzen wir drei. Jeder hat vermutlich ein gutes Motiv, den Apotheker umzubringen. Und trotzdem tut es keiner von uns. Ich komme also zu dem Schluss, wenn schon jemand, gegen den es gute Mordgründe gibt, nicht umgebracht wird, dann ist alles, was uns an abenteuerlichen Motiven vorgesetzt wird, erst recht Unsinn. Ja, das kann schon sein, aber was für ein Motiv haben Sie denn, Oberst? Und Sie, Bergmann? Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Es fällt nicht unter das Beichtgeheimnis, aber... Na, wir sind diskret, nicht wahr, Kopf? Ja, selbstverständlich. Bergmann, von uns wird keiner ein Wort erfahren. Also, mein Motiv... Das ist ein blödsinniges Wort. Jetzt rede ich schon so, als ob ich ihn wirklich umbringen wollte. Ich habe was gegen Herrn Wilsing. Das gebe ich gern zu. Sie wissen, dass ich viel mit Jugendlichen zu tun habe und die Jugendlichen Drogenprobleme machen, nicht vor der Kirche halt. Nun gut, vor einigen Jahren ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel vom Markt genommen worden, weil es süchtig macht. Und bei Gewöhnung ist der Effekt ähnlich wie bei Morphium oder so. Ich weiß... Ja, und bitte sehr, ich weiß es genau, dass der Apotheker Wilsing damals seine Restbestände, und die waren beträchtlich, nicht vernichtet oder zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Schließlich werden ja auch Apotheken mal kontrolliert, ja. Aber jedenfalls muss er kurz vor dem Verbot dieses Mittels Mengen davon nachbestellt haben. Und er hat sie anschließend gewinnbringend schwarz verkauft. Er hat mindestens drei Jungs, die ich kenne, auf dem Gewissen. Aber natürlich kann ich nichts beweisen. Wilsing als Dealer. Das finde ich sehr aufregend. Dies? Aber wieso aufregend? Weil mein Grund, ihn nicht zu mögen, praktisch das Gegenteil ist. Nicht Abgabe von Drogen, sondern die Nichtabgabe eines Medikaments. Der Apotheker Wilsing scheint ein in seiner Unersprießlichkeit vielseitiges Kerlchen zu sein. Also nun halten Sie doch bitte mal den Mund, Eminenz. Koff, was ist das für eine Geschichte? Eine arg unerfreuliche. Also, Wilsing hat sich geweigert, einem Kunden ein von mir aufgeschriebenes Mittel zu geben. Es handelte sich um ein starkes Notmedikament für akute Angina pectoris. Das Rezept war, ja... Es war verfallen, aber erstens nur 4 Tage und zweitens kannte Wilsing den Fall und wusste, dass der alte Herr gefährdet war, um den es ging. Ja, wissen Sie, wir Ärzte haben ja immer von dererlei Sachen eine Notration in der Tasche, aber an dem Tag hatte ich schon 2 Patienten mit Angina pectoris zu Hause besucht und ich hatte nichts mehr. Ja. Als ich beim 2. Patienten war, auf dem Land, und da muss man mich gesehen haben, riefen die Angehörigen dieses alten Mannes von einem Hof aus an. Er hätte wieder Schmerzen in der Brust. Das war so eine undurchsichtige Sommerwetterlage. Und weil die Leute näher an der Stadt waren als ich in diesem Moment, habe ich den Sohn des alten Herrn gebeten, schnell mit dem Rezept, das er noch von mir hatte, zur Apotheke zu fahren. Es war Mittwoch. Und Wilsing hatte Notdienst. Und er hat nach dem Buchstaben des Gesetzes korrekt das Rezept wegen Überschreitung des Datums nicht angenommen, obwohl er mich und den Fall kannte. Ja, dann ging ein telefonischer Hickhack los und schließlich hat er das Medikament doch rausgerückt. Aber genau die 10 Minuten zu spät, die der alte Mann brauchte, um zu sterben. Ja, deshalb kann ich Wilsing nicht leiden. Ich glaube, Ihr Motiv ist besser als meins, Doktor. Sie haben den ersten Schuss. Oh, besten Dank. Übrigens, abgesehen davon, er ist einfach ein mieses Stück der Apotheker. Ja, ja. Ja, und was für ein Motiv haben Sie denn, Oberst? Ja, meins ist ähnlich wie das von Ihnen, Bergmann. Ach, ja, Rauschgifthandel.
Anno 43 an der Ostfront war Wilsing Apotheker beim Divisionsstab. Ach. Er hat Medikamente unter der Hand verkauft an die Bevölkerung, aber auch an einige höhere Offiziere. In der Nähe lag eine SS-Einheit und die hatten ein paar hochrangige Morphinisten. Ja, das war ja auch nicht weiter schlimm, denn das kleine Lazarett lag relativ weit hinter der Front und der Nachschub kam so regelmäßig, dass Wilsing seine Geschäfte zeitlich genau abstimmen konnte. Bloß einmal ist kein Nachschub gekommen, weil die Maschine abgeschossen wurde. Und da saß Wilsing ohne Betäubungsmittel. Ich habe mit einer kleinen Verletzung auf der Station gelegen, deshalb weiß ich das so genau. Dann ist ein junger Offizier eingeliefert worden mit einer grässlichen Bauchwunde. Er hatte keine Chance. Aber normalerweise hätte er Opium oder Morphium bekommen und wäre sanft eingeschlafen. Ja. Aber der Apotheker Wilsing hatte alles Morphium verscherbelt. Ja, ja, ja. Und der Offizier hat 24 Stunden lang geschrien, bis er endlich gestorben ist. Ich habe es die ganze Zeit gehört. Entsetzlich. Und Sie wissen, dass es Wilsing war? Ja. Ich konnte nur zuerst nichts tun. Machen Sie mal als kleiner Leutnant was, wenn der Herr Apotheker von SS-Offizieren gedeckt wird. Und dann brach vor uns die Front zusammen. Eine ganze Reihe Personal und Patienten ist dabei umgekommen, angeblich auch Wilsing. Russische Artillerie. Tja. Und als ich ihn dann 1971 hier wiedergesehen habe, war natürlich alles verjährt. Ne? Übrigens, der junge Offizier, der in dieser Weise damals verreckt ist, war mein älterer Bruder. Das ist mein Motiv. Oh Gott. Lassen Sie den aus dem Spiel. Ja, ich teile Ihre Betroffenheit und respektiere Ihr Motiv, lieber Freund, trotzdem. Und Sie werden mir das sicher nicht übel nehmen, sollten wir uns jetzt nicht in Sentimentalitäten verlieren, sonst kommen wir nicht mehr zum Skatspiel. Ja, natürlich. Außerdem wissen Sie, es tut nach all der Zeit nicht mehr so weh. Mir trotzdem erstaunlich, dass wir alle den gleichen Kandidaten für einen Mord haben. Wenn man sich den Kandidaten näher ansieht, da ist das gar nicht erstaunlich, finde ich. Aber Sie sehen, drei gute Motive, Wilsing umzubringen und Wilsing lebt. Und es gibt, so wie Wilsing nun mal gebaut ist, bestimmt neben uns noch andere Leute, die gute Gründe hätten, den Apotheker umzubringen. Ich meine, jemand, der dreimal Böses tut, hört damit nicht auf. Aber Wilsing lebt. Und ich ziehe daraus den Schluss, dass die Krimis mit ihren an den Haaren herbeigezogenen Motiven samt und sonders Stoss sind. Wenn schon Leute bei wirklich guten Motiven nicht umgebracht werden. Andere Frage, Oberst. Wie würden Sie ihn denn umbringen? Auch ganz einfach. Ich würde es an einem Mittwochabend machen, an dem Wilsing keinen Notdienst hat. Ja, wieso ausgerechnet dann? Ja, Sie wissen, dass Wilsing einen Sohn hat und Wilsing Junior soll demnächst die Apotheke übernehmen. Er arbeitet ja schon lange mit. Ach. Aber Wilsing Junior spielt in einer Freizeitmannschaft Fußball und die trainieren am Mittwochabend. Also ist Wilsing Senior dann allein. Moment mal. Wohnen Vater und Sohn zusammen? Ja, über der Apotheke, dritte Etage. Der Junior ist aber nachts oft bei seiner Freundin. Ich glaube, die wollen bald heiraten. Sie sind ja bestens informiert. Oh. In der Nachbarschaft weiß man sowas eben. Also, Mittwochabend. Im Ort gibt's drei Apotheken, also ist Wilsing in der Regel alle drei Wochen mit Mittwochsdienst dran. Zweimal im Monat, wenn er keinen Notdienst hat, macht der alte Wilsing abends die große Buchführung. Inventur und Nachbestellungen und so. Aber wieso macht er das nicht nachmittags? Mittwoch sind die Apotheken doch nachmittags dicht. Außer sie haben Dienst. Wilsing ist Frischluftfanatiker, Sonnenanbeter. An seinen freien Mittwochnachmittagen spielt er Tennis oder macht Waldläufe oder sowas. Ne? Geschenkt, geschenkt. Weiter. Also, Mittwochabend. Ja. Der Sohn ist weg. Kein Notdienst. Der alte Wilsing sitzt ungestört bei der Buchführung. Das muss ich aufmalen. Hier, sehen Sie mal. Gucken Sie mal. Ein simples Rechteck. Ne? Ja. Sagen wir, die beiden kürzeren Seiten sind Norden und Süden. Ja. Ja, stimmt sogar ungefähr. Die langen Seiten sind Westen und Osten. Ja. Also,
Im Norden hier, nicht, das ist die Hauptstraße mit dem großen durchgehenden Gebäude. Rechts unten in diesem Gebäude ist die Apotheke. Daneben ein Feinkostladen und daneben eine Zahnarztpraxis. An der linken Ecke ist eine Tankstelle. Abends nach 7 ist da alles dicht. In der ersten Etage ist ein großes Immobilienbüro. In der zweiten eine Krankenkasse. Auch abends alles dicht. In der dritten Etage ist Wilsings Wohnung. Dazu ein paar Lagerräume. Weiter. Das war also der Norden. Ja. Hier. Jetzt links im Westen ist nur eine lange, hohe Mauer mit Glassplittern obendrauf. Mhm. Rechts im Osten steht Ecke an Ecke mit der Apotheke das Haus mit dem großen Balkon. Gehört auch Wilsing. Da drin wohnt ein altes Ehepaar mit Hund. Mhm. Daneben ist das alte Postamt. Das ist auch abends dicht. Bleibt nur die Südseite mit den drei nebeneinander stehenden Häusern, Wand an Wand. Im linken wohne ich. So. Das ist ein geschlossenes Rechteck, in das niemand hineinsehen kann. Klar? Ja, ja, ja. Also. Wenn ich nun Wilsing umbringen will, warte ich, bis es dunkel ist, gehe einfach durch den Innenpark, klopfe an sein Fenster, da, wo er arbeitet, ne? Und erwürge ihn. Dann gehe ich nach Hause. Fertig. Aus. Klingt überzeugend. Als ob Sie es wirklich tun wollten. Unsinn. Ja, und Sie würden ihn erwürgen. Ja, ich glaube, ich würde ihn erstechen und mir dabei einreden, es ist eine Operation. Der Himmel verzeihe mir, aber ich würde Ihnen am liebsten den Schädel einschlagen. Ein makabrer Abend, unser heiliger Dienstag heute. Apropos, hat Wilsing morgen Notdienst? Ist gut. Wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen Skat spielen? Ja, aber bitte. Ich gebe es sogar frei. Ja. So, dann wollen wir doch mal gucken, was da drin liegt. Oh, Gott, das ist ja ein entsetzliches Blatt. Nein. Naja, ich will es mal versuchen. Also, gut, also, Herr Backmann, 18. Ja. 20. Ja. 2. Ja. Und die 3. Die 3. Ja, eine Null, wo man keine kriegen soll. Prost. 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 Ja. Also vorgestern haben wir darüber gesprochen, wie man es machen sollte und wann. Und gestern ist Wilsing umgebracht worden. Ja. Was halten Sie davon? Haben Sie uns in Ihre Wohnung geladen, Oberst, um ein umfassendes Geständnis abzulegen? Oder wollen Sie uns mit Ihrem sauren Wein umbringen, damit Sie keine Belastungszeugen mehr haben? Also ich weiß nicht, Herr Kaplan. Aber was haben Sie gestern Abend gemacht? Er dreht den Spieß um. Aber das hilft Ihnen nicht. Ich habe Krankenbesuche im Altersheim gemacht und danach habe ich mit einem Bekannten Schach gespielt. Oh, eine schlechte Ausrede. Wer würde schon freiwillig mit Ihnen Schach spielen? Ich, wenn Sie nichts dagegen haben, Oberst. Wir haben bis nach Mitternacht am Brett gesessen. Aber was haben Sie gestern Abend gemacht? Also, bevor Sie sich große Hoffnungen machen, die Kriminalpolizei war schon da und verdächtigt mich wohl nicht besonders. Ich habe ein gutes Alibi. Und wie soll das aussehen? Hatten Sie vielleicht gut aussehenden Damenbesuch? Als Wilsing umgebracht wurde, habe ich mir im dritten einen Western angesehen. Das heißt nichts. John Wayne hat Sie bestimmt nicht erkannt. Wenn ich Wilsing zu der Zeit umgebracht hätte, hätte ich dem Kommissar kaum alle Einzelheiten des Films erzählen können, oder? Es
Das war nämlich eine deutsche Erstaufführung. Nun, lassen wir doch den Unsinn mal beiseite. Wie ist das denn eigentlich passiert? Kommen Sie mal ans Fenster. Es ist hier noch fast hell. So. Sehen Sie da gegenüber rechts? Ist die Rückseite der Apotheke. Wie ich Ihnen schon am Dienstag gesagt habe, macht Wilsing da an zwei Mittwochabenden pro Monat seine Buchführung. Gestern Abend war sein Sohn, wie üblich, mittwochs nicht da. Fußballtraining. Danach ist er zu seiner Freundin gefahren und erst heute früh wiedergekommen. Als er die Apotheke aufgemacht hat, hat er seinen Vater gefunden. Er lag im Büro, mausetot. Das Fenster zum Garten war angelehnt, alles andere war verschlossen. Die Polizei hat im Garten Spuren gefunden und weiß, wie der Mörder vorgegangen ist. Aber sie sind ziemlich sicher, glaube ich, dass sie ihn nicht finden werden. Woher wissen Sie das alles? Als nach heute früh der Zirkus losging, waren wir hier aus den drei Häusern natürlich alle im Garten sofort. Und deshalb haben wir den größten Teil der Spurensuche selbst gesehen. Den Rest habe ich dann hinterher vom Kommissar erfahren, aus seinen Fragen. Und wie ist das nun passiert? Also, von vorn. Die Tankstelle an der Ecke war zu. Dahinter ist die hohe Mauer, aber bis zu der kommt schon keiner, wenn die Tankstelle zu ist. Der Feinkostladen ist nachts natürlich auch nicht auf, ebenso wenig die Zahnarztpraxis. Sehen Sie, drüben in der ersten Etage das Immobilienbüro, nachts ebenfalls geschlossen, genau wie die Krankenkasse 1 da drüber. Außerdem haben die Jungs von der Kripo das alles schon überprüft und wissen, wo die einzelnen Leute gestern Abend waren. Von denen war es niemand. Rechts neben der Apotheke das hübsche alte Haus mit dem großen Balkon. Die alten Leute, die da wohnen, waren bei Bekannten. Und sind erst nach Mitternacht heimgekommen. Moment mal, haben Sie uns nicht dieser Tage erzählt, die haben einen Hund? Ja, das macht ja die Sache so lustig. Er bellt alle Fremden an. Aber letzte Nacht war er still. Das heißt, da der Mord nur knappe 6 oder 7 Meter von der Hundehütte entfernt verübt worden ist, dass er den Täter gekannt haben muss, nicht wahr? Es kann also nur einer von uns Anliegern gewesen sein. Uns kennt der Hund, bei keinem von uns bellt er. Nett. Und Sie sind sicher, dass Sie es nicht waren? Ja, die Post scheidet auch aus. Die hat nachts auch zu. Und aus dem ersten Stock kommt man nicht in den Garten. Ohne Hilfsmittel jedenfalls. Was bleibt? Die Bewohner dieser drei Häuser hier. Sie, Ihr Untermieter und die Nachbarn. Richtig, Eminenz. So ist es. Ja. Und wir scheiden alle aus. Also mit anderen Worten, außer Ihnen hier kann es keiner gewesen sein. Aber es war keiner von Ihnen. Das ist schön, nicht? Der einzige andere Kandidat ist Wilsings Sohn. Aber der hat erstens ein sauberes Alibi und außerdem hat er keinen Grund, den Alten umzubringen. Vater Wilsing hat seinem Sohn nämlich vor kurzem die Apotheke überschrieben. Alles schon geregelt. Wozu sollte Junior dann noch den Vater töten? Außerdem war Wilsing Junior mit der Freundin zur Tatzeit in einer Diskothek. Und es gibt ein paar hundert Leute, also ich meine mindestens 10, die das bezeugen können. Was ist denn das da? Wo? Ach, da rechts, ja. Ja, das ist der Garten, der zum ersten Haus hier unten gehört. Ja, den Garten meine ich nicht, ich meine den hier, gleich neben Ihren. Schön, ne? Das ist eine chinesische Landschaft in Miniatur. Mit diesen netten, rundkuppigen Hügeln, dazu ein paar Bonsais und Bambus. Und mittendurch fährt eine elektrische Eisenbahn. Mein Nachbar, er ist pensionierter Bundesbahnbeamter und sein Vater war vor dem Ersten Weltkrieg in Tsingtau stationiert. Wunderlich ist die Vielfalt der Geschöpfe des Herrn. Was ist denn eigentlich mit der langen Mauer hier links? Ja, da kommt ein hübscher Zufall zur Hilfe. In der Straße hier links wohnen Leute mit einem vornehmen Sohn. Der Herr Sohn ist nämlich Staatssekretär in Bonn. Und der Vater hatte gestern Geburtstag, also kam der Herr Staatssekretär vorbei. Er ist bis Mitternacht da geblieben und die ganze Zeit stand ein Wagen vom Personen- und Objektschutz in der Straße. Was heißt das? Es heißt, dass zur fraglichen Zeit niemand über die Mauer klettern konnte. Moment, langsam. Von vorn, damit ich nicht alles durcheinander bringe. Also, wir stehen hier. Links neben uns ist eine Längsseite des Rechtecks, eine Mauer, über die keiner klettern konnte, weil da ein Polizeiwagen oder Grenzschutz oder was immer stand. Ist das richtig?
Sie begreifen heute schnell Unwürden. Und gegenüber von uns ist die Kopfseite Ihres komischen Rechtecks. Ein durchgehendes Gebäude mit Apotheke und allem anderen. Und da war gestern Abend außer Wilding niemand. Richtig? Richtig. Gut. Die Längsseite, die rechte Längsseite des Rechtecks. Das alte Haus mit Balkon zum Garten und direkt Mauer an Mauer mit der Apotheke. Und die Bewohner waren nicht da. Sie waren weg, Kaplan. Und Ihr Hund hat nicht gebellt. Ausgezeichnet. Und Mauer an Mauer daneben ist das alte Postamt. Das wann um 18 Uhr schließt, ja? Die Nachtdienste finden in der neuen Post statt. Ja, und die Polizei hat alles überprüft. Zwischen den Häusern kann niemand durch. Und in den Häusern war keiner. Es hat sich auch niemand in der Post einschließen lassen. Wunderschön. Also drei Seiten des Rechtecks sind frei von Verdacht und makellos. Bleibt die vierte, Ihre. Sind Sie sicher, dass Sie es nicht waren, Sie Obrist? Ich bin. Ich war's nicht. Herrlich. Also ein Rechteck mit Häusern und Mauern ringsum und einen Park in der Mitte. Und in dieses Rechteck kann keiner rein. Es kann aber auch keiner raus, außer durch die Häuser. Also muss der Mörder hier irgendwo wohnen. Ungesunde Nachbarschaft. Und der Mörder muss sich hier gut auskennen. Wieso? So schwer ist es doch nicht, hier durch den Park zu laufen. Nein, aber der Mörder ist sehr geschickt vorgegangen. Nach Meinung der Polizei ist er nämlich, schauen Sie mal, da drüben ganz rechts, neben der Rückwand des Postamts, der kleine Schuppen. Was ist mit dem Schuppen? Sehen Sie, im rechten Haus wohnt ein alter Drucker mit seiner Frau. Sie wollen seit Jahren die Etage vermieten, haben sich aber nicht aufraffen können bisher. Mhm. Überhaupt komisch, fällt mir gerade auf. Das ist ja eine richtige alte Leute-Gegend hier. Meinen Sie diesen senilen Trottel? Diesen ehemaligen Feldwebel oder Feldmarschall oder sowas? Na, den auch. Also, der alte Drucker. Er hat Druckmaschinen im Keller, das ist sein Hobby. Er gehört zu diesem Gesangverein, der immer mittwochs in unserer Kneipe grölt. Ach, diese entsetzlichen Radau-Brüder und Schwestern, wegen deren Lärm wir uns von Mittwoch auf Dienstag verlegt haben. Genau, er und seine Frau singen da mit. Und gestern Abend, Mittwoch, waren sie singen. Da. Und dann hat er noch ein drittes Hobby, das Wichtigste. Ja? Seinen Garten. In dem Schuppen da an der Mauer ist sein ganzes Gartenzeug. Das hat der Mörder gewusst. Wieso? Was hat der Mörder gewusst? Hat er vielleicht Wilsing mit einem Stiefmütterchen erschlagen? Oder was? Nein, viel schlauer und viel wirkungsvoller. In dem Schuppen sind Hacken, Spaten, Saatgut, was Sie wollen. Und kleine Trampelbrettchen mit angenagelten Latschen. Wozu soll das gut sein? Ja, da steigt man rein, wenn man Beete glätten oder einebnen will. Und dann trampelt man. So einfach. Bauern hängen sich eine Walze hinter den Traktor und Kleingärtner machen das mit Brettchen. Ah. Und die Polizei sagt, der Mörder ist vom Schuppen aus auf Brettchen quer durch den Park gegangen. Dann hat er an Wilsings Fenster geklopft, ihn umgebracht und dann ist er auf seinen Brettchen wieder zurückgegangen. Gute Idee. Aber wenn er aus den Dingern, diesen Latschen mit Brettchen, wieder ausgestiegen ist, dann muss er doch hinterher hier in den Gärten Spuren hinterlassen haben. Ja. Aber erstens wimmeln die Gärten von Spuren, weil alle dauernd darin herumlaufen. Und zweitens waren wir natürlich heute früh alle draußen und sind hin und her gelaufen, als da drüben der Zirkus anfing. Also nichts zu finden. Wer wohnt denn noch hier? Also wie gesagt, rechts der alte Drucker und seine Frau. Im mittleren Haus wohnt unten eine gehbehinderte Dame und auf der Etage dieser pensionierte Bahnbeamte mit seiner Frau. Sie ist ein bisschen verhuscht und er spielt immer im Garten mit seiner Eisenbahn und legt neue chinesische Landschaften an. Und hier unter mir wohnt ein Komponist. Ein Kommunist? Komponist. Er macht Film, Funk und Fernsehmusik. Davon kann er ganz gut leben. Jedenfalls bezahlt er regelmäßig seine Miete. Komisch. Auch er hat ein besonderes Verhältnis zum Garten. Was macht er denn? Gräbt er vielleicht Tunnels? Nein, das macht schon der Bahnmensch hier rechts. Wenn Sie genauer hinsehen, können Sie sogar einen seiner Tunnel erkennen. Da unter diesem chinesischen Hügel. Da geht die Bahn. Ach ja. Übrigens ein Terror bei Regen. Da müssen immer schnell alle Gleise abgebrochen werden. Aber im Moment haben wir ja gutes Wetter. Also, was hat Ihr Komponist mit dem Garten? Ein Verhältnis, sagten Sie.
frugale Erotik? Nein, nein, nein. Er braucht den Garten, um zu komponieren. Die schöne, große, alte Weide da in der Mitte. Wie komponiert man mit einer Weide? Hängt er da Wienzecke rein? Fast. Neben seinen Auftragsproduktionen macht er eigene, zum Teil sehr ausgefallene Orchesterwerke. Ein bisschen bizarr. Er hängt oft Schalmeien und Gongs und kleine Flöten oder sowas in die Zweige. Schauen Sie, wir sind hier an der Südseite der Gärten, naja, also des Parks. Und wir haben fast immer Westwind. Der kommt dann über die Mauer, ist also fast ungebrochen. Wenn mein Untermieter seine Instrumente in die Zweige hängt, spielt ihm der Wind ein Konzert. Ja, was sind denn das alles für Instrumente? Na, meistens selbstgemacht. Er hat in einem Kellerraum eine kleine Schreinerei eingerichtet. Also, Schalmeien ist nicht das richtige Wort, es sind eher... Wie heißen diese Gefäße? Kalebassen, glaube ich. Ja. Unterschiedlich groß, unterschiedlich krumm. Zusammen mit den verschiedenen Gongs kann das ein unheimliches Jaul-, Heul- und Winselkonzert geben. Manchmal kommen aber auch sehr hübsche Klänge zustande. Der Komponist sitzt dann mit Papier und Bleistift, manchmal auch mit Tonband, im Garten. Hinterher mischt er die Töne nach merkwürdigen Gesetzen auf dem Klavier. Wohnt er schon lange hier? Ja, den habe ich übernommen, als ich 1971 das Haus gekauft habe. Er wohnt schon seit, ich weiß nicht, Anfang der 60er Jahre hier. Und wir haben einen langen Mietvertrag. Wozu soll ich ihn rauswerfen? Überhaupt, der hat ganz tolle Musik geschrieben. Mit tollen Titeln. Also einer ist Lamento des westlichen Windes zugunsten der Regenpauke. Oder ein anderer heißt, warten Sie mal, Windfuge für Holzbläser mit Speichelperkussion. Erzählen Sie uns lieber mal, auf welche Weise Wilsing eigentlich umgekommen ist. Also erinnern Sie sich... Ja, sagen Sie mal, wollen wir uns nicht vielleicht mal setzen? Aber reizend. Ach ja. Prost übrigens. Prost. Ja, Prost. Also, unser Gespräch vom Dienstag. Ich wollte ihn erwürgen, Sie, Doktor, wollten ihn erstechen, ja, ja. Und Sie, Herr Bischof, wollten ihn erschlagen, nicht wahr? Ja, ja. Und wer hat Recht bekommen? Wir alle drei. Ach. Und das ist das besonders Feine daran. Nach Ansicht der Polizei ist der Mörder eingestiegen, nachdem Wilsing ihm aufgemacht hatte. Das heißt, der Mörder muss Wilsing bekannt gewesen sein. Und, nicht zu vergessen, der Hund hat nicht gebellt. Und der Mörder kannte diesen Werkzeugschuppen mit den Bretterlatschen. Also, Wilsing lässt den Mörder durchs Fenster reinkommen. Als Wilsing ihm irgendwann den Rücken zudreht, wirft der Mörder ihm eine Schnur oder Drahtschlinge über den Kopf und zieht zu. Wilsing wehrt sich. Der Mörder zieht weiter und packt mit einer Hand einen schweren Aschenbecher von Wilsings Schreibtisch. Dann haut er ihm den auf den Kopf. Schließlich, weil Wilsing immer noch nicht ganz tot war, hat er ihm seinen eigenen Brieföffner ins Herz gestoßen. Dann hat er alle Abdrücke verwischt und ist durchs Fenster verschwunden. Wie im Wilden Westen, übel, übel, übel. Kann uns vielleicht jemand belauscht haben? Das ist doch sehr komisch, dass alle drei von uns bedachten Varianten verwendet werden. Oder Zufall? Zufall, zwangsläufig, was weiß ich. Jedenfalls... Seltsam. Ja, aber wer kann es denn gewesen sein? Am Nebentisch hat doch niemand gesessen. Na, lassen wir den großen Unbekannten beiseite. Jetzt rede ich schon wie ein Mitglied eines Detektivbüros. Wir können ja eins aufmachen. Das Triumvirat. Der Pfarrer, der Oberst und der Medizinmann lösen alle Rätsel. Rufen Sie uns an, wir rufen Sie nicht an. Schönes Triumvirat. Also, die Polizei weiß nichts? Nein. Die gehen offenbar davon aus, dass es nur drei Leute gewesen sein können. Das heißt also mit mir vier. Und dass keiner von uns es war. Vor allem hat keiner von uns ein Motiv. Ja, Moment mal, sind Sie da so sicher? Der Drucker mit seinem Garten, der Bahnmensch mit seiner Garteneisenbahn, der Komponist mit seinem Musikbaum und Sie, da müsste sich doch ein Motiv finden. Abgesehen davon, dass Sie eines haben, wie wir wissen... Ja, denken Sie, Entschuldigung, an Ihren Bruder. Ja, sicher, aber das wissen ja nur wir drei. Die Polizei weiß es nicht.
Außerdem hätte ich, wenn das Motiv so stark wäre, Will sie schon längst umgebracht. Lassen wir die Motive mal beiseite. Wer hat eine Gelegenheit? Was mit Ihnen? Achso, Sie hatten ja ein Rendezvous mit John Wayne. Ne? Das war Randolph Scott, aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Was mit Ihrem Untermieter, dem Baumkomponisten? Ich bin... Nein, andersrum. Er hat mir den Western mit einigen seiner wilderen Improvisationen am Klavier untermalt. Das dringt natürlich durch, aber er ist rücksichtsvoll. Er fragt immer, bevor er sehr spät zuschlägt. Ich gehe auch selten vor Mitternacht ins Bett, da stört es mich dann auch nicht mehr. Sie meinen, er hat zur wahrscheinlichen Tatzeit Klavier gespielt? Ja. Und dann war er kurz bei mir, um mich zu fragen, ob es mich stört, wenn er noch eine bestimmte Sequenz auf dem Cello ausarbeitet. Ob ich früh ins Bett gehen will. Ach, Cello spielt er auch. Mhm. Ach, ja. Sehr verschieden in seinem Lärm, dieser Komponist. Ja. Ich habe ihm gesagt, dass mich das nicht stört. Eine Weile danach bin ich kurz auf die Toilette gegangen. Da habe ich gehört, dass er gerade duschte. Sein Bad ist genau unter meinem. Und beim Duschen hat er gesungen. Also, kurz gesagt, er kann es nicht gewesen sein, weil er zur Tatzeit musiziert und danach geduscht hat. Genau. Ja. Und zwar hat er abscheulich gesungen. Was ist mit Ihrem Eisenbahner nebenan? Ja, der liegt seit ein paar Tagen mit einer dicken Sommergrippe im Bett. Heute früh war er kurz draußen bei dem Aufruhr, aber er sah sehr schlecht aus, hatte Fieber und war heiser. Sie können sich bei Ihrem Kollegen erkundigen, der ihn behandelt. Nein, der scheidet aus. Und seine Frau? Ich sagte doch zierlich und verhuscht. Und die soll den schweren, gut austrainierten Gesundheitsapostel und Sonnenanbeter Wilsing mit einer Schlinge, einem Aschenbecher und einem Brieföffner umgebracht haben? Dazu gehört mehr Kraft als zwei von ihrer Sorte zusammen. Und wer wohnt im Parterre? Oder dem Eisenbahner? Ja. Na, eine gehbehinderte Dame, vergessen Sie es. Also bleibt nur noch der alte, gärtnernde und singende Drucker mit seiner Frau. Wir sind ja wegen des Gesangs umgezogen von Mittwoch nach Dienstag. Vielleicht hat der Drucker den Apotheker totgesungen. Schlimme Todesart bei diesem Lärm, den die immer machen, denke ich. Ja, aber die waren gestern Abend singen, wie üblich. Und die kommen normalerweise erst gegen Mitternacht heim. Und da war Wilsing längst tot. Also, der junge Wilsing war mit seiner Freundin in einer Diskothek. Die alten Leute aus dem Haus mit Balkon da hinten waren bei Freunden, ja? Und der Drucker und seine Frau waren singen. Ihr Nachbar, der eine elektrische Eisenbahn durch die chinesische Miniaturlandschaft seines Gartens jagt, lag mit Fieber im Bett. Seine Frau ist zu schwach. Sie haben ferngesehen und ihr Untermieter hat komponiert und geduscht. Sehe ich das richtig? Genau. Von uns hier kann es keiner gewesen sein. Und ein anderer als einer von uns kann es auch nicht gewesen sein. Nach den Gesetzen der Logik müsste Wilsing dann noch leben. Woran Sie sehen, dass die Logik nicht das Leben ersetzt. Wie steht's denn mit den Motiven? Hatte einer von denen hier ringsum Streit mit Wilsing? Nicht, dass ich wüsste. Wem gehört denn eigentlich dieser ganze Innenpark hier, abgesehen von den kleinen Gärten an dieser Seite? Der Rest gehört Wilsing. Gehörte. Jetzt gehört er seinem Sohn. Und kein Anlass für Ärger? Keiner, im Gegenteil, obwohl mich das bei Wilsing eher verblüfft. Sehen Sie, Wilsing gehören etwa 2/3 der Innenfläche unseres Rechtecks. Die beiden Gärten gehen über 1/3 hinaus und auch die Weide unseres Komponisten steht auf Wilsings Grund. Aber er hat nie etwas dazu gesagt. Alle haben beinahe freundlich miteinander verkehrt. Noch jemand Wein? Ach, ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Danke. Danke. Okay. Und vielleicht war Wilsing plötzlich allergisch gegen die elektrische Eisenbahn nebenan. Wieso? Die kleinen Berge mit Stollen und Tunnels, die Miniflüsse und winzigen Seen mit Brücken? Was soll ihn daran stören? Ich glaube, er fand das sehr lustig. Es fehlt, dass Ihr Nachbar auch noch Goldfische züchtet und die im Sommer mit der Eisenbahn durch den Garten kutschiert. Toll, toll. Tja, ja, und wir beide, der Pfarrer und ich, haben auch gute Alibis für gestern. Außerdem hat keiner von uns einen Schlüssel zu diesen Häusern. Sagen Sie mal, ich hab's. Wozu soll ich sagen, ich hab's? Ach, Sie doch nicht. Also? Ich glaube, ich hab's. Sie kennen doch das Lokal, in dem diese Radau-Freunde singen und wir Skat spielen. Natürlich, wieso? Stellen Sie sich vor, Sie tun so, als hätten Sie ein Magenleiden. Was weiß ich, meinetwegen Verstopfung. Sie gehen zur Toilette. Vom Gang zur Toilette kommt man aber auch zur Hintertür. Der Drucker geht nach Hause, steigt in seine
Bretterschuhe, bringt Wilsing um, kommt zurück ins Lokal und behauptet, er hätte die ganze Zeit auf der Toilette zugebracht. Na? Unästhetisch, das Alibi. Tja, aber das wäre eine Möglichkeit. Sie könnten da etwas haben, Dr. Watson, nur... Ja, was nur? Die Polizei hat das, fürchte ich, schon nachgeprüft. Weder der Drucker noch seine Frau sind gestern Abend lange vermisst worden. Alle haben eifrig gesungen. Schade. Es hätte ja sein können. Naja. Wunderschön. Keiner konnte in den Park, außer denen, die nicht drin waren. Andere Frage, Oberst. Was passiert denn jetzt mit der Apotheke und der Wohnung? Übernimmt alles der Sohn. Ja, und was wäre gewesen, wenn der Alte noch lebte? Ich meine, Sie haben erzählt, dass Wilsing Junior demnächst heiraten will. Wo hätte er dann mit seiner Frau gelebt? Mit dem Alten unter einem Dach? Nein. Ich glaube, er hatte schon mit den alten Leuten im Balkonhaus gesprochen. Wir wollen bald ins Altersheim, sobald ein Platz frei wird. Dann wollte Wilsing in das Haus ziehen und seine Tage auf dem Balkon verbringen. Er ist ja Sonnenverehrer gewesen. Und Wilsing Junior wäre, wie er es wohl jetzt tun wird, mit seiner Frau in die Wohnung gezogen. Letzten Endes hat also niemand was von Wilsings Tod, oder? Nein. Das heißt, nein, niemand hat was davon. Und ja, Sie haben recht. Wieso? Wilsing hatte die Apotheke seinem Sohn schon überschrieben. Das wusste ich seit 2-3 Wochen. Es ist noch nicht lange her, aber es war klar, abgemacht. Die alten Leute wollten von selbst ins Altersheim. Es ist nicht so, dass Wilsing sie da rausgeekelt hat. Und die anderen Nachbarn hatten keinen Streit mit ihm und haben von seinem Tod keine Vorteile. Prachtvoll. Also, niemand hatte einen Grund, niemand zieht Nutzen aus dem Tod, niemand hatte eine Möglichkeit. Also hat auch niemand es getan. Es lebe die Logik. Logik oder nicht? Ich habe morgen früh Patienten. Ja. Wir sehen uns am Dienstag. Ja, ich gehe gleich mit. Ach, es war nett bei Ihnen, Albrecht. Organisieren Sie doch öfter so schöne Denkabende, bei denen nichts herauskommt als eine unerklärte Leiche. Wer gibt? Moment mal. Parkmann, Sie haben schweigend gesessen und nicht einmal gerülpst. Sie haben doch was auf dem Herzen. Wissen Sie was Neues über den Mörder, den Perfekten? Nein. Ich glaube, die Polizei wird aufgeben und die Sache zu den Akten legen. Wir sind alle nochmal befragt worden, aber die Sache bleibt, wie sie war. Kein Motiv, keine Gelegenheit, nichts. Und mir ist auch nichts dazu eingefallen. Ja, mir auch nicht. Aber mir? Bitte? Was denn? Lassen Sie hören. Ja. Wie es sich für einen Priester gehört, ist mir der Einfall am Sonntag gekommen in der Kirche. Lieber Himmel, muss das sein? Ruhe da. Bitte weiter, Bergmann. Nach dem Vaterunser war es. Da geht das Gebet ja weiter. Es heißt, erlöse uns, Herr, von allem Bösen und komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Also ich weiß nicht, ob das bei der Aufklärung von Morden hilft. Moment, Sie finsterer Heide. Plötzlich macht es Klick in meinem Kopf und mir fiel ein, dass ja bis zur Liturgiereform der Text anders gelautet hatte, nämlich erlöse uns von allem Übel, sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Ja, machen Sie jetzt Science Fiction daraus. Nein, passen Sie auf. Ich habe also angefangen zu denken. Wir haben uns geeinigt, dass offensichtlich kein aktuelles Mordmotiv zu finden ist. Und die Vergangenen, wie unsere Motive, sind für einen Mord letzten Endes nicht stark genug. Na gut, vielleicht hat jemand einen tiefen Groll, aber wie soll man das herausfinden? Also dachte ich, natürlich nach der Messe, dass der Mord genauso gut geschehen sein kann, um etwas Zukünftiges zu verhindern. Oho, ja. Sie haben also, weil Sie weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit eins finden konnten, ein Motiv in der Zukunft gesucht. Das finde ich. Ja. Ja, wie finde ich denn das? Ich finde das schön. Haben Sie was gefunden? Ja, und zwar war es plötzlich wahnsinnig einfach. Es machte Klick, Klick, Klick. Und alle Steinchen kamen zusammen.
Nun machen Sie schon weiter, Mann. Keine chinesische Folter, bitte. Gut, gut, gut. Was passiert, wenn Wilsing weiterlebt? Er gibt die Apotheke an seinen Sohn ab und sobald die alten Leute raus sind, da zieht er in das Haus an der Ecke. Das Haus mit Balkon, ne? Wem schadet das? Den Gärtnern? Nein, nein, nein. Denn Wilsing ist kein Gemüsefan. Er ist, wie Sie erzählt haben, Oberst, ein Sonnenanbeter. Er wird niemandem den Garten verbieten. Was wird er tun? Er wird sich im Garten und auf dem Balkon sonnen, vielleicht Runden durch den kleinen Innenpark drehen, lesen, was weiß ich. Schadet das jemandem? Na, kaum. Nicht mal ihm. Er ist gesund. Offenbar nicht, sonst müsste er noch leben, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen, Kardinal. Sofort, sofort. Als ich beim Sonnenanbeten angekommen war, hatte ich den Mörder. Motiv und Gelegenheit hatte ich dann auch bald. Ja, machen Sie es nicht so spannend. Und zwar fiel mir ein, wie Sie, Albrecht, von dem Komponisten berichtet haben, wie er seine Instrumente in den Baum hängt. Der Baum ist wohl sehr wichtig für ihn, nicht wahr? Ja, er behauptet, ohne den Baum könnte er längst schon keine Musik mehr machen. Sehr schön. Und sehen Sie, Sie haben uns erzählt, dass Sie fast immer Westwind haben, der über die lange Mauer kommt und dass Ihre Häuser da unten im Süden stehen. Folglich schaut Wilsing, wenn er in dem alten Haus lebt und auf dem Balkon steht, nach Süden und Westen, nicht wahr? Von dort hat er die längste Zeit des Tages Sonne, oder? Allmächtiger. Sie haben recht, Mann. Wieso? Moment, was denn? Mitten im Garten steht die schöne große Weide, ohne die der Komponist keine Musik mehr machen kann. Und sie wirft ihren Schatten den ganzen Tag über genau dorthin, wo der Sonnenanbeter Wilsing in ein paar Monaten die Sonne wird anbeten wollen. Und Wilsing, sagten Sie, gehören 2/3 des gesamten Geländes. Die Weide steht ziemlich genau in der Mitte, also auf seinem Grund. Und weil er die Sonne sucht und die Weide ihm nur Schatten gibt, denn das ist ein schöner, großer, breiter Baum, deshalb wird er sie fällen. Und niemand kann ihn daran hindern. Und der Komponist kann nicht mehr komponieren. Toll, ich bin begeistert. Aber er hatte doch keine Gelegenheit. Aber gewiss doch. Sie selbst haben sie ihm verschafft. Er fragt Sie, ob er noch komponieren kann. Sie haben ihn also gesehen. Kurze Zeit später hören Sie ihn duschen und dabei singen. Na, hat er danach, was wollte er spielen? Cello. Hat er danach Cello gespielt? Nach dem Duschen? Ja, hat er. Na, macht nichts. Wissen Sie, es kostet nicht viel, das Geräusch einer Dusche auf Band aufzunehmen und dazu zu singen und später noch ein Cello dazuzugeben. Sie haben doch selbst gesagt, dass er viel mit dem Tonband arbeitete, unter anderem unter dem Baum. Er lässt also das Band laufen. Und das ist gleichzeitig eine gute Ausrede für den Fall, dass in der Zeit jemand bei ihm klingelt. Bitte sehr, ich war unter der Dusche, da habe ich nichts gehört. Er geht durch den Keller in den Garten, holt sich die Bretterschuhe, die er natürlich kennt als Nachbar, geht rüber zu Wilsing, bringt ihn in der erwähnten Weise um. Übrigens, damit ist auch die Schlaufe oder Schlinge geklärt, mit der er ihn erwürgt hat. Seine Wohnung ist ja voll davon, keinem wird's auffallen. Was meinen Sie, was für Schlingen denn? Cello-Saiten. Ja, glauben Sie, dass es einem Kriminalbeamten auffällt, wenn ein Cellist eine Saite reinigt oder wegwirft? Ach, nicht daran zu denken. Er bringt also Wilsing um, bringt die Bretterlatschen zurück und geht in seine Wohnung. Fertig. Angst vor Spuren braucht er nicht zu haben. Er geht doch sowieso durch den Garten, jeden Tag mehrmals, also sind seine Spuren da zigmal. Na? Ich bin sprachlos. Toll. Ja, Moment, aber wie ist das mit der Psychologie? Ich meine, kann ein Musiker morden? Natürlich. Als Priester und Beichtvater habe ich keine Illusionen über die miserable Qualität des Menschen. Außerdem ist es durchaus möglich, dass Ihr Untermieter den Mord als kompositorisches Problem aufgefasst hat, bei dem alle Teile miteinander harmonisch übereinstimmen müssen. Dann kann am Ende auch kein Unrechtsbewusstsein entstehen. Vielleicht. Möglich. Da, und warum bringt er dann nicht auch mich um, wenn ich mal sage, dass seine Musik zu laut ist? Oh, Sie sind kein Hindernis. Er kann ja am nächsten Tag weitermachen. Wenn Wilsing aber den Baum fällt, dann kann er überhaupt nie mehr weitermachen.
Er bleibt nur noch die Frage, warum hat er es ausgerechnet am letzten Mittwoch getan? Auch das ist klar. Ein Mittwoch musste es sein, wegen Wildings Gewohnheiten. Und viel früher war es nicht nötig und nicht möglich, denn Wilding hat ja gerade erst die Apotheke überschrieben, wollte also früher nicht umziehen, denke ich. Und viel länger warten konnte der Komponist auch nicht, weil sonst vielleicht schon alles zu spät wäre. Außerdem nicht zu vergessen, Mittwoch war Neumond, es war dunkel im Park. Sie hockten vor dem Fernseher, die meisten anderen waren entweder krank oder haben gesungen. Ein idealer Tag, um nicht gesehen zu werden. Also, ich bin überzeugt. Das freut mich. Man sieht, die alte Liturgie... Prost, Mann! Auf Sie! Ja, danke, danke, danke. Sie machen mich ganz verlegen, Herr Verteidigungsminister. Glückwünsche zum geklärten Verbrechen. Wollen Sie nicht Profi werden? Nein, nein, nein. Sünden reichen mir, wissen Sie. Die muss ich mir dauernd anhören. Verbrechen, das muss nicht sein. Tja, und was machen wir jetzt damit? Nichts. Wir können doch nichts beweisen. Außerdem, so sehr geliebt haben wir Wilsing ja alle nicht. Na, also nun werden Sie nicht puritanisch, lieber Oberst. Was wird, wenn wir es melden, die Kripo wohl zu einem Motiv in der Zukunft sagen? Ich glaube, ich mische schon mal. Sonst kommen wir in der nahen Zukunft nie mehr zum Skat. Ja. Also nichts zu machen. Nichts. So. Entsetzliches Blatt, Doktor. Na, wie gesagt, nichts. Keine Spuren. Ein Motiv in der Zukunft. Tatwaffen, die dem Opfer gehörten oder im Besitz des Täters nicht auffallen. Gelegenheit und Alibi gleichzeitig. Ich schlage vor, wir trinken auf den Mörder, der sein kompositorisches Problem hervorragend gelöst hat. Na denn, Prost. Prost, ja. Sie reden, Albrecht. Und sagen Sie was. Ja, also. 18? Ja. 20? Ja. 2? Ja. Und ein kleines Nüllchen. Sie hörten »Das Triumvirat« von Gisbert Harfs. Es sprachen Pfarrer Bargmann, Peter Pasetti, Oberst A.D. Albrecht, Hans Korte, Dr. Korf, Heinz Trixner. Regie führte Heinz-Dieter Köhler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1984.